Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen beim Kryptomagazin. Mein Name ist Alexander Weibrecht und ich war die letzten Tage wieder unterwegs und habe auch Vorträge zum Thema Bitcoin und Kryptowährung gehalten. Und an dieser Stelle möchte ich einfach erstmal Danke sagen an die ganzen Zuschauer des YouTube-Kanals. Ich möchte euch wieder regelmäßigen Content liefern und wir fangen heute an mit den zehn spannendsten Fragen, die mir die letzten Tage auf Vorträgen gestellt wurden, damit wir mal so ein bisschen das Thema Bitcoin wieder generell angehen, Kryptowährungen und gemeinsam die Fragen angehen, die eben auch... Anfänger oder Leute, die jetzt erstmal einsteigen in das Thema Kryptowährung, vielleicht mal kurz dabei sind, vielleicht mal nur Bitcoin irgendwo gekauft haben bei einem Anbieter, dass die ein bisschen die Antworten bekommen auf ihre Fragen, die gerade auch im Umlauf sind. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie definieren Sie Bitcoin und warum glauben Sie, dass es als digitales Gold bezeichnet wird? Bitcoin ist für mich das einzige dezentrale Asset der Welt. Das heißt, hierbei geht es um die Frage, wie kann man eine Währung schaffen, die weltweit verfügbar ist, die nicht durch den Staat reguliert ist und die dieses Third-Party-Problem nicht hat. Das heißt, dass beispielsweise eine Bank oder eine dritte Instanz eben evaluieren muss, ob mein Kontostand passt zu dem Konto, zu dem Geld, was ich quasi übertrage. Das heißt, erstmal die grundlegende Frage, wie definiere ich Bitcoin? Bitcoin ist ein dezentrales gut man kann es als dezentrales gold bezeichnen wobei gold eben edelmetall ist und bitcoin ist sozusagen das äquivalent das mathematische äquivalent in einer digitalen mathematischen währung. bitcoin ist ein Staten-Hedge für mich. das bedeutet es ist ein hedge also eine absicherung gegen alle weltweiten währungen. und ich habe eine schöne definition dazu gehört nämlich bitcoin ist das Geld des Internets. Also würde man das Internet als solches, das gesamte Internet als ein eigenes Land oder als eigenen Staat bezeichnen, dann wäre Bitcoin die Währung dieses Staates. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten technologischen Innovationen, die Bitcoin ermöglicht hat? Da wären wir eben bei dem Punkt, Bitcoin ermöglicht mir, ohne eine dritte Person Wert zu speichern in Form eines Wallets. Das heißt, ich kann meine Kryptowährungen bei mir verwahren, entweder auf einem Paper-Wallet oder eben auf einem Hardware-Wallet oder auf einem Software-Wallet. Grundsätzlich muss erstmal auch niemand wissen, dass ich die habe. Die Kryptowährungen, die ich besitze, kann ich mir mit ein mit einem paar Wörtern kann ich mit den Schlüssel generieren lassen. Das heißt, technologisch gesehen ist die Blockchain, die Technologie hinter Bitcoin, das, was mich am meisten natürlich daran, was die, was die Innovation ist, Bitcoin muss man dazu sagen, das Blockchain-System war zwar eine Innovation durch Satoshi Nakamoto, also durch das Pseudonym, was niemand weiß, wer das ist. Aber natürlich basierte das auf Recherchen oder auf wissenschaftlichen Arbeiten anderer Leute, die sich bereits mit dem Thema digitales Geld und Dezentralität auseinandergesetzt haben. Letztendlich hat Satoshi Nakamoto diese Systeme zusammengeführt und das führt zu einer innovativen Software im Prinzip, ja, die eben dezentral ist, nicht abgeschaltet werden kann, von keiner einzelnen Instanz kontrolliert wird und das innovativste eigentlich aus der rein ideologischen Sicht bei Bitcoin ist der demokratische Aspekt. Also Bitcoin ist ein demokratisches System. Es gibt äh, mehrere Parteien in diesem demokratischen System. Es gibt natürlich die Miner, die entscheiden, welche Software gemeint wird, also mit welcher Software der Bitcoin gemeint wird und es gibt natürlich noch die User. Die User sind die, die entscheiden, äh, welche Kryptowährung sie kaufen, welche sie halten und die letztendlich die die Nodes betreiben. Genau. Wie hat sich die Wahrnehmung von Bitcoin in den letzten Jahren verändert, insbesondere im Hinblick auf institutionelle Investoren? Da hat sich natürlich viel getan. Wir haben jetzt BlackRock und ganz große Investmentgesellschaften, davor auch schon, aber jetzt eben im größten Vermögensverwalter der Welt, äh, Unternehmen, die in das Thema investieren. Wir haben die ersten Rentenfonds in den USA, die anteilig in Bitcoin investieren. Wir haben Länder, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland besitzt auch Bitcoin. Das heißt, wir haben Länder, Staaten, die Bitcoin als Sicherheit hinterlegt haben. Wir haben große Banken, die jetzt anfangen, Securities oder sich Sicherheiten aufzubauen für. Eine, eine, eine Währungskrise vielleicht, sich abzusichern. Und wir haben natürlich so Vorreiter wie MicroStrategy und Co, große Unternehmen, die über die letzten Jahre Vorreiter waren und hunderte Millionen Dollar, Milliarden Dollar in Bitcoin investiert haben und die auch nicht wieder verkaufen. Das heißt, die glauben so sehr daran, dass sie es nicht mehr verkaufen und das sieht man eben auch jetzt gerade beim Smart Money, beim großen Geld bei der Wall Street, die kaufen Bitcoin und das zeigt auf jeden Fall, dass sich da die Einstellung geändert hat, sage ich mal, von der Nischen-Darknet-Währung, wie man sie am Anfang bezeichnet hat, jetzt zur institutionellen Mega-Währung. Ich habe manchmal die Angst, dass Bitcoin ein bisschen die Währung der Reichen wird. Weil natürlich erstens der Bitcoin als solches, den kann man zwar in partiellen Teilen kaufen, aber der ist sehr teuer geworden und es schreckt natürlich viele ab, überhaupt generell in so ein Asset zu investieren. Aber das ist halt die Frage, welchen Horizont man hat, wenn man davon glaubt, dass Bitcoin eine Million wert werden könnte, ist er heute noch sehr günstig. Wenn man natürlich sagt, der ist jetzt schon überteuert, dann ähm, hat man natürlich das Risiko, hier einen Wertverlust zu haben. Äh, die Frage ist immer nur, wann realisiert man so einen Verlust und macht man das mit Geld, das man übrig hat oder eben nicht? Können Sie die größten Herausforderungen beschreiben, die Bitcoin derzeit gegenüberstehen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass die größten Herausforderungen auf der einen Seite natürlich immer noch die technischen Nutzerherausforderungen sind, die das On-Ramping, Off-Ramping, also die Möglichkeit mit Bitcoin zu zahlen, sollte halt noch vereinfacht werden. Wir haben natürlich Technologien wie Lightning und so weiter, aber wir haben natürlich auch das Problem, dass die Gebührenordnungen, die Gebühren sehr, sehr teuer sind. Also was mir kürzlich passiert ist, ich habe eine Transaktion für 1000 Dollar gemacht und habe dafür aus Versehen, weil ich auf meiner Software-Wallet nicht darauf geachtet habe, 260 Dollar Gebühren bezahlt. Also für diese Art von Transaktionen ist Bitcoin dann zu teuer und zu langsam. Hierbei ähm, wäre dann eben eine Lightning-Wallet besser gewesen und oder ähm, das Problem ist einfach auch im Alltag, kleinere Dinge mit Bitcoin zu bezahlen, also das Brötchen beim Bäcker direkt ähm, mit Lightning-Wallet wäre gut. Voraussetzung ist halt ein Anbieter, der das annimmt. Und wenn man dann halt sagt, man macht es mit einer Bitcoin gedeckten Mastercard, hat man immer noch das Problem. Dann hat man wieder Third Party drin. Das heißt, dann muss man wieder die Bitcoin oder das Geld dann eben auf einen, einen Debitkonto von einer Mastercard schieben. Das sind also Probleme. Natürlich als zweiter wichtiger Punkt das Thema Regulation. Wir sehen jetzt natürlich weltweit, die Firmen ähm, zum Teil ihre Gelder in Sicherheit bringen, weil sie Angst vor einer großen Krise haben. Äh, Regierungen und Staaten haben natürlich kein Interesse daran, dass Firmen aus ihrer Währung abhauen. Äh, das heißt, Regulation ist natürlich immer ein laufendes Thema. Ich halte es aber nicht zwangsläufig für eine Gefahr, sondern auch für eine Chance, wenn man das richtig angeht, Bitcoin sozusagen so ähm sauber zu integrieren. Ja, das Thema ist natürlich, wenn die großen Finanzsysteme Bitcoin voll integriert haben, ist die Frage, was von der echten Dezentralität übrig bleibt, wenn am Ende Leute alle über ihren, sage ich mal, über ihren Bankberater ihre Bitcoin kaufen und verwalten und nicht selber, dann ist das System eigentlich ad absurdum geführt, es sei denn natürlich, man hat ein selbstverwaltetes Wallet. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach äh, Regierungen bei der Gestaltung der Zukunft von Bitcoin? Naja, Regierungen sind ja im besten Fall demokratisch gewählt und sind Repräsentanten der Bevölkerung. Insofern sind Regierungen erstmal ein Sprachrohr für das, was eine Gesellschaft gut tut, wenn man es im besten Fall sieht. Es gibt natürlich auch Diktaturen und es gibt auch andere Regimeformen. Und hierbei muss man sehen, hier wird natürlich Interessen geleitet, regiert. Ähm, und zwar Interessen einiger weniger Reicher. Ähm, hier wird sich zeigen, äh, wie gut unsere Welt. Verordnung funktioniert. Bitcoin ist eigentlich eine große Chance zur Liberalisierung, zur Freiheit des Geldes, ähm, zur Stärkung des Individuums innerhalb eines Gesamtsystems, in dem man sagen könnte im Zweifel, dass ein ein einzelner Mensch, der innerhalb eines Staatensystems mit Geld gebunden ist, eine Art Sklavenrolle hat, aus der man euch rauskommt, mit einem inflationierenden System, mit einer Zentralbank, die entscheiden kann, wie viel am Ende so eine Kryptowährung wert ist. Ähm, das ist natürlich äh, so eine Währung wert ist. Ähm, das ist natürlich so ein Thema. Ähm, Bitcoin wird natürlich in US-Dollar gemessen oder in Euro. Äh, das heißt, man muss äh, klar sagen, es braucht irgendeine Referenzgröße und es wird wahrscheinlich immer eine Referenzgröße in Fiat-Währung bleiben, äh, die am Ende geschaut wird. Die, ich glaube nicht dass es eine Umkehr gibt, dass man am Ende sagt, wie viel Bitcoin ist was wert und dagegen rechnet man denn die Fiat Währungen, aber ich lasse mich natürlich auch eines positiven überraschen. Wie bewerten Sie das Argument, dass Bitcoin eine Blase ist? Ja, naja, ich glaube über den Punkt sind wir mittlerweile hinaus, Bitcoin hat einfach schon sehr, sehr viele institutionelle, große Investoren an Land gezogen und auch viele, viele Menschen, die daran glauben und ich glaube, solange es eine wachsende Gemeinschaft von Leuten gibt, die an Bitcoin glauben, ist Bitcoin meiner Meinung nach keine Blase, am Ende ist es aber natürlich so, alles ist nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und wenn natürlich niemand mehr dafür zahlen will, kann ein Preis natürlich auch extrem weit fallen. Und insofern ist es ein hochspekulatives Asset. Es ist natürlich auch eine große Blase, wenn man zurzeit in den SP 500 schaut und guckt, welche Unternehmen gerade wie schnell wachsen und wie diese Unternehmen alle überbewertet sind. Also wir haben immer wieder Blasenbildungen aus in verschiedenen Segmenten. Also nicht nur im Kryptowährungsbereich, sondern auch im, im Rohstoffsektor. Wir haben den Bereich auch im Bereich Aktien. Insofern glaube ich, dass man... Von temporären Blasen immer sprechen kann, wenn wir extrem überhitzte Märkte haben. Aber wir müssen dann immer das Mittel sehen und den langfristigen Trend. Und hier sehen wir auf Bitcoin-Basis natürlich eine schöne Wachstumsrate die letzten Jahre. Was denken Sie über ökologische Auswirkungen des Bitcoin-Minings? Also, hierfür gibt es ja auch schon mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele, dass das Bitcoin-Mining eine super Sache ist, wenn es darum geht, überschüssige Energie aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Also, eigentlich könnte man sogar sagen, Bitcoin-Mining könnte einer der größten Treiber für das äh, Thema erneuerbare Energien sein, weil wir eigentlich kein Stromproblem tagsüber haben, vor allem nicht in manchen Regionen dieser Welt. Wir haben vor allem ein Stromproblem im Zweifel nachts oder im Winter. Ähm, hier geht es darum, um Energie zu konservieren und eben Energie eben auch nutzbar nutz zu machen. Wir haben ähm, teilweise Wasserkraftwerke, in denen dann die Betreiber ähm, Geld dafür äh, bekommen, Strom abzunehmen. Also andersrum, dass die Leute dafür Geld bekommen, Strom abzunehmen. Ähm, das heißt, hier gibt es Überschüsse und die kann man nutzen, um Bitcoin zu ähm, nutzen. Oder zu meinen. Und das Spannende an der Sache ist einfach, wir haben oft Überschüsse im Strom, die dann eben auch bezahlt werden vom Endkunden. Das heißt, Strom ist zum Teil unnötig teuer, gerade aus erneuerbaren Energien. Und hier könnte man Bitcoin-Mining hervorragend nutzen. Also, ich höre mittlerweile von sehr vielen Modellen, wo es darum geht, Bitcoin-Mining zu betreiben und dann die Abwärme in Fern- und Nahwärmenetze einzuspeisen. All solche Themen sind spannend. Also, wir von angefangen so von der Biogasanlage, die Strom erzeugt für Bitcoin-Mining, die dann die Wärme nutzt, ins Fernwärmenetz einspeist und so weiter. Also es gibt schon extrem nachhaltige und ökologisch spannende äh, Themen, die auch ökonomisch sind. Wie sehen Sie die Zukunft von Bitcoin im Vergleich zu anderen Kryptowährungen? Bitcoin ist die einzige wirklich dezentrale Kryptowährung. Währung, es gibt auch andere Kryptowährungen logischerweise, äh, beispielsweise Ethereum oder Ripple. Hier geht es um ganz andere Ansätze, die sind in ganz anderer Art und Weise nutzbar und die haben ihren eigenen Use Case. Aber wenn es wirklich um die Frage nach einer dezentralen Währung geht und nach der wirklichen Sicherheit und Liberalisierung von Geld, ist Bitcoin die einzige Währung, die ich hier empfehlen kann. Wenn man hier so Konzepte wie bei Ethereum anguckt, oder eben also Sachen wie Solana anschaut. Hier haben wir einen sehr, sehr zentralisierten Ansatz, was natürlich Risiken in sich birgt. Hierbei muss man halt sich überlegen, ist man, ist man einfach Teil dieser Spekulation, will man das, oder ist man Idealist und sagt, man möchte innerhalb einer Kryptowährung wie Bitcoin zwar spekulieren, aber hat dann eben noch diesen liberalen Ansatz mit demokratischem Geld und Freiheit. Und das hat was damit zu tun, ob man hinter seinen Investments auch, sage ich mal, andere Werte sieht. Es gibt ja Menschen, die beispielsweise jetzt nicht in Rüstung Investieren würden, beispielsweise ich, ich auch nicht, aber das sind so Dinge, die man halt sich fragen muss. Grund, grundsätzlich äh, Rendite äh, werden diese ganzen anderen Kryptowährungen sicher zum Teil auch haben, ähm, zum Teil aber auch sehr, sehr hohe Verluste, äh, wenn eben dann ein, da auch Blasen platzen, das heißt Erwartungen nicht erfüllt werden oder technologische Probleme auftreten. Hierbei muss man sich halt klar werden, was man will. Bitcoin ist aus meiner Sicht äh, überlegen und ist die erste Kryptowährung und die wird in der Form auch nie wieder ein, etwas Äquivalentes entstehen, weil es eine Übergangsphase gab bei der Entstehung des Bitcoin, in denen, sage ich mal, Bitcoin unter dem Radar wachsen konnte und zwar auf eine solche Größe wie in der Hashrate, also in der, in der Rechenleistung, dass man heute sagen kann, ein zweites Bitcoin wird es in der Form eigentlich nie wieder geben. Das ist eine Art Sondereffekt, den einfach Bitcoin innehat. Welche Sicherheitsbedenken sollten Menschen beachten, wenn sie in Bitcoin investieren? Also natürlich ist es so, wenn sie ihre... Bank sehen und da haben Sie eine Überweisung gemacht und die ist noch nicht raus, dann können Sie einen Bankberater anrufen. Das Bankensystem ist relativ transparent, also man kann rausfinden, wem welche Bankaccount gehört. Beim Bitcoin ist es zum Teil auch schon so. Wir haben ein Netzwerk, bei dem sehr, sehr viele Adressen bekannt sind. Man hat die Möglichkeit, zum Teil, wenn es über Börsen läuft, Bitcoins einfrieren zu lassen, wenn es sich um große Betrugsfälle handelt. Aber letztendlich ist es so, wenn Sie mal in Ihre Bitcoin irgendwo hinschicken und sich vertippen, sind die Bitcoin womöglich für immer weg. Sie haben gleichzeitig das Thema, dass Sie sich aussetz, auseinandersetzen müssen mit der Technik, also mit der Frage Hardware, Wallet, Software, Wallet, Broker und so weiter. Sie haben beim On- und Off-Ramp, also beim Kaufen und Verkaufen auf einer Börse, immer ein Risiko, weil viele Börsen natürlich nicht reguliert sind. Hierbei empfehle ich immer regulierte Anbieter. Und das sind so Themen ähm, bei Menschen, die jetzt vielleicht technisch nicht ganz so affin sind. Da können Dinge schief laufen und äh, da sind wir zum Teil auch noch ein bisschen hinterher. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre haben sich da sehr, sehr tolle Sachen entwickelt. Was würden Sie jemand raten, der in Bitcoin investieren möchte? Dem würde ich auf jeden Fall raten. Ähm, schau dir an, was das technologisch macht. Also erstmal grundsätzlich verstehen, in was investiere ich da überhaupt. Und dann würde ich zu einem regulierten Anbieter gehen, zu so jemand wie Bitpanda oder besser Stuttgart. Und da zahlt man ein bisschen mehr Gebühren, aber dort hat man einen Ansprechpartner, da hat man die Möglichkeit, das ist alles geführt und man hat dort auch die Möglichkeit, ohne dass die Leute vor Ort den Private Key haben, Kryptowährungen anzulegen. Also die haben zu Teil Aspekte, in denen das sozusagen funktioniert, dass man eigenherr über sein Geld ist, technologisch aber sauber gelöst. Wichtig ist halt, dass man die Möglichkeit hat, es auch wieder zu off-rampen, das heißt auch Geld wieder abzuziehen. Und da entstehen oft die meisten Fehler. Ich empfehle niemandem über irgendwelche Trading Tools oder irgendwelche Investment Schemes Bitcoin zu investieren oder zu verdienen zu wollen. Das funktioniert in der Regel nicht. Ähm, wenn ich hier auf meinem Kanal über Bitcoin Mining spreche, dann sind es ausgewählte Partner, mit denen ich arbeite zum Beispiel. Aber auch da empfehle ich das nicht für Anfänger, sondern für Leute, die eben lange Zeit schon im Markt dabei sind und wissen, was sie tun. Und hier handelt es sich in der Regel auch um langfristige Investments. Wer also nur das Thema Bitcoin auch hinsichtlich der Steuerfrage kaufen und verkaufen will, der sollte zu einem regulierten Anbieter gehen und sich erstmal auch grundsätzlich mit der Thematik beschäftigen. Außerdem möchte ich auch zu, zu Buche führen hier, dass man das Thema Dollar Cost Averaging, das heißt regelmäßigen Sparplan, bei den meisten Anbietern mittlerweile sehr gut umsetzen kann. Das mache auch ich selber. Das heißt, privat würde ich immer versuchen, regelmäßig anzusparen und zwar entweder in einer festen Quote monatlich oder wie ich das mache, wöchentlich in einem Sparplan. Es muss ja nicht viel sein, aber ein kleiner Sparplan kann man zur Diversifikation immer nutzen. Wenn mir jemand sagt, ich habe jetzt seit 20, 30 Jahren Aktien gemacht und bin damit gut gefahren, warum sollte ich jetzt in Bitcoin gehen? Dann sage ich, aus reiner Diversifikation wäre es sinnvoll, vielleicht einen kleinen Teil in Bitcoin zu investieren. Bitcoin hat natürlich keine Dividende und äh, hat natürlich auch keinen äh, inneren Wert aus Sicht eines, einer Aktie, aber äh, Bitcoin hat einen äh, Nutzen, Nutzwert durch die Fähigkeit dezentral Geld auf der ganzen Welt zu verschieben und das macht natürlich viel, viel Mehrwert und äh, das ermöglicht auch sehr, sehr viele Dinge und hierbei sehe ich den, vor allem den Nutzen und eben die Freiheit, wenn ich morgen hier weg muss und mein Geld eben mitnehmen will, ohne dass ich jetzt irgendwie an der Grenze ähm, eben durchsucht werden kann oder sonst das könnte ich meine Bitcoin mitnehmen. Das ist ein unfassbarer Wert und den Wert sieht man erst, weiß man vielleicht erst wieder zu schätzen, wenn eben die Welt sich verändert, wie sie sich zurzeit auch verändert hinsichtlich ähm, Ukraine und so weiter. Das heißt, an der Stelle ähm, würde ich sagen, wären wir schon durch. Zehn wichtigsten Fragen zum Thema Bitcoin. Wir sind bei 17 Minuten. Wenn weitere Fragen da sind, freue ich mich über einen Kommentar, freue mich über ein Like und natürlich über einen, Com äh, genau, und über einen Share. Also wenn einfach mal das Video weiterleiten an jemanden, der sich für das Thema Bitcoin interessiert. Und dann können wir einfach auf weitere Fragen eingehen. Vielen Dank.